So, meine Lieben, ich bin wieder zurück mit Re-Aufnahmen. Wie nennt man das, wenn man eine Aufnahme wieder neu beginnt, obwohl man sie eigentlich schon mal hinter sich hatte? Also, ich mache die Aufnahme nochmal, weil Cartesia Studio schon wieder blöderweise die Aufnahme nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat. Ja, das pisst einen schon ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ach ja, hier bin ich noch beim Grillen von dem Fleisch. Lecker Schnitzel. Ach ja, und die schöne Aussicht aus dem Fenster. Naja, diesmal gehe ich nicht in die Vergangenheitsform, weil ich das Vergangenheitsform total langweilig finde. Die Vergangenheitsform langweilig finde. Und ihr wisst, was jetzt kommt? Pilzsuppe! Nom nom nom! Also ich finde, die sieht in Misas Texturenpack sogar wirklich appetitlich aus. Also ich meine, das würde ich jetzt auch ganz gerne haben. Die Musik ist immer noch der Hammer. Also für den Fall, dass ihr am Anfang des letzten Videos den Namen der Internetseite nicht mitbekommen habt, SheMusic.org, so war das. Ohne Punkt oder Bindestrichen. Also doch, ein Punkt ist da vor dem. Oh, jetzt mache ich denselben Fehler wie Grom. Ach ja. Jetzt mache ich mir ein paar Stickies. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Wenn man 14 Eisen über hat und ein bisschen Holz, dann macht man sich erstmal ein Schwert, um den Zombies einen neuen Scheitel zu ziehen. Yay! Oder sie einen Kopf kürzer zu machen, je nachdem, wenn sie dann einen Kopf haben. Es gibt ja ein Mythos Texturenpack Zombies ohne Kopf. Was ich manchmal ein bisschen kacke finde, weil dann ist es umso schwerer, die vernünftig zu treffen, weil man sieht ja gar nicht den Kopf. Man weiß, was da ist, irgendwie, aber man sieht ihn ja nicht. Und ich hatte mir überlegt, also bevor ich diese Aufnahme hier gestartet habe, weil ja die letzte halt eben aus dem gleichen Grund schief gegangen ist und auch bei 12 Minuten aus irgendeinem Grund aufgehört hat, dass ich vielleicht diese Aufnahme, die ich jetzt halt eben nachspreche, von Anfang an mit mehreren Programmen aufnehme, damit ich halt eben das nicht wieder nachsprechen muss. Da dachte ich mir, dass ich Magix und Audacity und Camtasia Studio alle parallel zueinander laufen lasse. Magix und Audacity hätten dann nur die Tonspur aufgezeichnet und Camtasia Studio dann alles. Aber auf Camtasia Studio ist ja kein Verlass. So. Eigentlich mag ich die blauen Haare, aber... Ach ja, und wisst ihr, wie man die eigentlich voluminöser bekommt? Also so als... Man kann ja irgendwie Hüte und ähnliches machen, so dass die halt eben ein bisschen hervorstechen und nicht so komplett auf dem Kopf liegen, so wie, ja, als wäre es aufgemalt. Und so hätte ich halt eben auch ganz gerne die Haare von meiner Figur gehabt, so dass sie ein bisschen voluminöser sind. Naja, okay, mit dem Helm sieht man es jetzt eh nicht. Und wenn man den Rest der Rüstung hat, dann sieht es ganz cool aus. Und das E muss auch irgendwann mal weg. Ja, ich habe voll die grünen Psycho-Augen. In Minecraft. So. So. Keine Ahnung, was ich mir gedacht habe, als ich hier die ganze Zeit herumgeguckt habe. Das ist das Ärgerliche, wenn man die Aufnahmen neu macht. Oh, ich glaube, ich weiß es. Achso, ja, hier habe ich halt eben überlegt, ob ich vielleicht die Karte, die ihr oben in der Ecke seht, benutzen soll, um diesen Punkt hier zu markieren. Und Too Many Items habe ich bisher noch nicht benutzt. Ich glaube, das hatte ich schon mal in der letzten Aufnahme gesagt. Ich meine, ich mache ja ein Let's Play und ihr werdet halt eben auch sehen, was ich mache. Das heißt also, ihr braucht keine Angst davor zu haben, dass ich irgendetwas cheate. Ich meine, klar, ich könnte auch irgendwie... Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich tue es einfach nicht, weil das nimmt einem ja den Spaß an der Sache. Und Too Many Items habe ich halt eben dafür installiert, weil ich auch noch auf anderen Welten spiele. Moment, mein Handy klingelt. Und da bin ich auch schon wieder again. Sag mal so. Keine Ahnung. Ich bin ja auch kein Engländer. Ach ja, hier habe ich halt eben mich darüber ausgelassen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was einige von diesen ganzen neuen Sachen da unten sind und so weiter. Ja, und ich benutze dieses Texturen, dieses Too Many Items halt eben für andere Welten.
Ja, und die Tränke finde ich auch ganz cool. So. Lecker. Fleisch. Glas. Okay, hier ist keine Kohle mehr drin. Das ist gut. Ihr wisst, was jetzt kommt. Welche Überraschung. Also ich finde das voll cool, dass man aus 6 Glasblöcken ganze 16 Glasscheiben craften kann. Und wenn ich mich nicht irre, konnte man die auch irgendwie abbauen. Also die Glasscheiben jetzt. Bei irgendeiner Version. Ohne dass man sie kaputt machen muss. Ich glaube 1.9.5. Aber was weiß ich. So, jetzt werden nochmal die Sachen abgelegt, die man nicht braucht. Also die Pilze, das ist auch ein bisschen zu viel, meine ich. Dass ich davon auch etwas über... Also hier lassen sollte. Ja, das blöde Bett. Ich bin nicht blöd. Doch, bist du. So. Worüber denke ich nach? Als ich das hier... Ob ich Kohle nachlegen soll oder wie oder was? Hier. Jetzt tue ich hier unten 8 Kohle rein. Okay. Mache aus dem Rest Fackel. Okay. Ich glaube nämlich, dass Kohle verschwindet, wenn man die Öfen abbaut. Und wenn sich in dem Ofen noch Kohle befindet. Super. Habe ich jetzt ein Loch da reingeschlagen. Genau, um die Fenster zu platzieren. Und was habe ich danach gemacht? Ganz klar, ich habe erstmal geguckt, ob man von oben dann ins Haus eindringen kann. Also ich meine, gut, das ist ein 1x1-Feld, da würde sowieso nichts reinplumpsen können. Aber, so meinte ich das. Dass das Ding dann halt eben nicht zur Hälfte in meinem Haus drin steht. Ihr versteht? Und deswegen habe ich das auch, wegen der Symmetrie. Bam. Na, sieht das nicht großartig toll aus? Und da oben kommt auch niemand rein. So. Ich hasse Nacherzählung. Und es sieht eigentlich auch schon so aus, als würde es mal wieder dunkel werden. Also lohnt es sich jetzt auch nicht mehr hinauszugehen? Oder es lohnte sich nicht mehr hinauszugehen? Keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit über gelabert habe, während ich in diesem komischen Haus herumlaufe. Ich meine, es passiert effektiv so gut wie gar nichts, außer dass ich einige Sachen schmelze oder zubereite oder... Ja, wahrscheinlich warte ich eh nur noch auf die Nacht in dieser Aufnahme. Bei diesem unglaublich schönen Sonnenuntergang. Ohne Filter sieht es gleich viel besser aus, finde ich. Na, hat das nicht unglaublich gut gepasst? Wie oft ich das Wort unglaublich sage? Also so allgemein, Superlative. Unglaublich, super, mega, hyper, extrem, geil. So. Keine Ahnung, was ich sagen soll, aber schaut euch mal die Sterne an. Unglaublich schön, dicht geschlafen. Gute Nacht! Guten Morgen! So! Und jetzt geht man wahrscheinlich gleich raus, obwohl vorher könnte man ja noch einige Sachen ablegen, die man nicht braucht. Beispielsweise die Glasscheiben, die ich in der Hand herumtrage. Und die Pilzsuppen, also 4 Pilzsuppen sind wirklich ein bisschen sehr viel. Das Blöde bei der Pilzsuppe ist, dass wenn man sie gegessen hat, man am Ende immer noch so einen Teller über hat. Naja. Oh. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ich meine, ich habe die Aufnahme auch schon gesehen. Und ihr könnt es euch auch sicherlich schon denken. Genau, ich schmeiß einfach meine Glasscheibe weg. Ah, ja.
Habt ihr vorher darauf geachtet, wie viel Holz ich hatte? 7 Stück. Jetzt habe ich noch ein weiteres Holz geholt. Jetzt habe ich 8 Stück. Mit den 7, die ich Natur habe. Und? Ja, genau. Es wird eine zweite Truhe. Und in dieses Ding, da hatte ich 8 Kohle reingelegt, ne? Also in den Ofen. Und da bin ich noch am überlegen, ob ich die vielleicht woanders hin platziere, aber den haue ich jetzt da oben drauf und... Ah doch, ich bekam die Kohle zurück. Wunderbar. Ich dachte eben, die verschwindet. Okay. Also in der Originalaufnahme habe ich gedacht, dass die weg ist. Ja, und hier wundere ich mich gerade darüber, dass da auch nur noch so wenig Kohle drin ist. Okay. Ja, das Lied ist einfach nur der Hammer und ich nehme das jetzt übrigens schon zum dritten Mal auf, weil ich es hier schon zum dritten Mal aufnehme. Ich hatte eben einen kleinen Break gemacht und dann, weil ich meinte, etwas gehört zu haben, was... Ihr wisst ja, ich kann nicht aufnehmen, wenn irgendjemand oder irgendetwas bei mir in meinem Haus ist. Mit Ausnahme meines Katers und, ja, da ich ja so paranoid bin, habe ich kurzzeitig die Aufnahme angehalten und... So, ich glaube, jetzt habe ich alles abgelegt. Na, fast alles abgelegt. Ich sehe es schon, die Glasscheiben. Naja, macht ja nichts. Besser eine halbe Stunde lang neu sprechen als ganze 50 Minuten. Naja, okay. So groß ist der Unterschied jetzt auch nicht, aber... Und jetzt kommen wir in die Schlucht. Evil Chicken. Und wie die Lianen da herunterhängen. So, jetzt grabe ich mich hier wieder durch zum... Schon wieder. Gravel. Gravel. Schutt. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem ziemlich ruhigen Lied. Also ich meine, ihr hört es jetzt vielleicht zum ersten Mal. Ich höre es jetzt schon zum dritten Mal mindestens innerhalb der letzten 2 Tage. Während ich hier Cobblestones abbaue und Kohle. Und ja, keine Ahnung, ich finde es großartig, dass dieses Album Chiptune von She Music auch ruhigere Lieder enthält. Also eigentlich kann man mit dem Album von ihr, ich wette drauf, dass man damit locker ein Let's Play machen kann. Ich habe mir jetzt eben auch die anderen kostenlosen Alben heruntergeladen. Und ich denke, dass ich hier erstmal eine Weile lang mit denen weiterhin Let's Playen werde, weil man die Musik lizenzfrei verwenden darf. Und wenn man den Namen erwähnt, und das ist für mich eigentlich jetzt nicht so das Problem. Und da ist mir eben mein Fingernagel abgebrochen. Ja, ich weiß, Gronkh hat den auch schon mal gebracht, aber ich hatte die Idee schon vor Gronkh, also beziehungsweise noch bevor Gronkh die Aufnahme gebracht hat. Wegen den neuen Sounds. Die wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig klingen. Und die Lianen hängen da ziemlich weit hinunter. Was ein bisschen cooler wäre, wenn sie grün wären und nicht in einem Sumpfgebiet, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Tok, 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 tok. Eisen. Und eine Fackel, damit da keine Zombies spawnen. Obwohl Zombies sind ja noch die, keine Ahnung, man möchte sie am liebsten mit offenen Armen empfangen. Ach, ihr erinnert euch noch an die letzte Aufnahme, wo ich sagte, da laufe ich dem Creeper ja glatt in die Arme. Ich muss mich berichtigen, Creeper haben keine Arme, deshalb kann ich ihnen auch nicht in die Arme laufen. Ka-ching! Ha, ha, ha. Flachwitz. Okay, war nicht lustig. Oder vielleicht ja schon, ich weiß es nicht. Und da fängt auch schon das nächste Lied an. Wieder energiegeladen und... Boah, ja, keine Ahnung, ich finde das großartig. Da hat man auch richtig Lust, etwas zu tun bei Minecraft und nicht die ganze Zeit über irgendwie irgendwo rumzuhocken. Terraforming. Goodbye, bye, Joe. Kurz nochmal die Lage checken. Bye, Joe Cognito. Bei dem Lied muss ich immer an Joe Cognito denken, ganz nebenbei. Das habe ich jetzt schon auch zum... Das ziehe ich jetzt der Kamera schon zum dritten Mal, aber ihr hört es jetzt zum ersten Mal.